herzlich willkommen. Ich bin Doris von Mare Stick Designs und heute zeige ich dir mein neues Nähzimmer. Ich habe mir diesen Traum erfüllt, beziehungsweise mein Mann hat mir diesen Traum erfüllt von einem neuen Nähraum-Traum. Und ja, wir haben hier wirklich die letzten 14 Tage so viel gebaut, geschraubt und gewerkelt und abgeholt und so weiter. Und dafür möchte ich mich bei unseren lieben Freunden und auch bei unseren Verwandten ganz herzlich bedanken für die Mithilfe beim Tragen, beim Abholen, beim Schleppen und so weiter, die mir die Arbeit abgenommen haben, um meinen Mann zur Hand zu gehen. Ganz, ganz lieben Dank an dieser Stelle an euch. Ganz toll. So, wir haben fertig und ich zeige euch jetzt, wie wir was gemacht haben und was daraus geworden ist. So, das ist mein kleiner Raum, mein kleiner neu gestalteter Raum. Wir hatten vorher unser Schlafzimmer hier drinne und ja, wir haben jetzt einfach meine Sachen aus dem Nähkeller hier hochgeholt. Und ja, wenn ich eine Vorstellung habe, was ich aus dem Raum machen möchte, dann muss das auch losgehen. Und so war das auch, ne? Ja, ihr seht, ich habe hier zwei Malmkommoden an den Enden der Arbeitsplatte gestellt, habe in der Mitte, da sieht man jetzt nichts als der Stuhl vor, da habe ich den Alex und ja, ich habe mir einfach gebrauchte Sachen gekauft, eine Kommode hatte ich noch und die andere musste dann dazu, die habe ich mir dann einfach über Kleinanzeigen geholt. Dieses Regal, das hatte ich tatsächlich noch im Keller, das habe ich einfach nochmal mit hier oben rauf getan, das fand ich immer sehr praktisch, gerade wenn man so die Overlock-Maschine nicht immer braucht, dann kann man das wunderbar da rein verstauen. Genau. Und ja, die finde ich ja richtig klasse, diese Lochplatten. Ne? Also das ist ja, da kriegt man ja so viel unter. Das finde ich richtig gut. Es ist alles griffbereit, alles, was ich brauche. Und ja, das ist ein Schätzchen. Das ist ein absolutes Schätzchen. Das ist ein altes Radio, was meine Großeltern zur Silberhochzeit bekommen haben, Anfang der 70er Jahre. Und es funktioniert noch und ich habe es mir hier hergestellt, weil ich einfach dran hänge. Genau. So, mein Laptop, wo ich die Stickdateien dran erarbeite. Und ihr seht schon hier oben die ganzen tollen Farben. Das ist von Firma Smart Thread, von der Firma von Sabine Voiten und ihrem Mann Michael. Und ja, ich bin total begeistert von diesen Farben, diese Brillanz, die ist einfach toll. Also richtig, richtig schön. Ich arbeite sehr gerne. Genau, meine Elna-Maschine. Ja, und da habe ich mir jetzt tatsächlich auch so einen Aufsatz drunter gemacht, weil ich ja gerne auch mal T-Shirts für Firmen beschrifte mit Stickdateien. Und das geht super klasse. Ich muss die nicht mehr auseinanderfriggeln, die T-Shirts. Ich muss die nicht mehr zusammennähen, einfach nur drunter klemmen, fertig, ne? Genau, ja, hier habe ich so einen kleinen, hier, das ist der hier, das ist so ein kleiner Handyhalter oder iPad-Halter, das ist so ein ganz einfaches Ding von Ikea, aber das hält super klasse, da kommen die Teuren gar nicht hinterher. So, genau, hier noch eine Lochplatte direkt an der Maschine, dass ich direkt immer alles alles an der Hand habe. Da habe ich mir hier unten einfach so ein paar Klemmen reingemacht und meine Lochzange, meine Scheren, meine Abli-Schere. Genau, und was man halt alles so braucht. Ne? Ganz wichtig immer auch hier der Pen mit dem Öl, dass die Maschinen auch immer schön gepflegt sind und so weiter. Und da habe ich sie, die Schnuddelecke, die jeder hat. Ich glaube, das kennen so ziemlich viele von euch, ne? Dass man so irgendwie immer noch so Sachen hat, die irgendwie nicht in die Schränke passen, nicht in die Regale passen. Und ja, da habe ich dann halt so Fliese oder so Pappkarton und so, was man eben hat, Filz und so, ne, so zusammengerollte, da habe ich so zusammengerollte, sag schnell, Folien oder Lederreste, Snap-Pap und so weiter. Und was ich so richtig cool finde, ist ja, dieser Tisch ist der Hammer, oder? Also, ich habe ja im Keller gehabt einen Würfel von diesen Kallax-Regalen und am Ende, so wie hier, auch eins so quergestellt. So, und dann habe ich gedacht, das nimmst du mit hoch, das passt alles, das ist super. Ja, nix da. Da hatten wir vor ein paar Jahren Wasserschaden gehabt, alles war vollgesogen, die unteren Schrauben schon völlig rostig und wenn man alles auseinanderbaut, dann sieht man erst den ganzen wirklichen Schaden.
Und so hieß es dann, ja, nochmal wieder zu Ikea, nochmal wieder Kallax-Regale gekauft. Zwei Stück habe ich von den langen hier aneinander gestellt, Rücken an Rücken, und habe dann hier drunter Füße gebaut. So, und wenn ich jetzt Glück habe, kann ich das jetzt so ziehen? Nee. Dann muss ich das gleich mal eben... So, jetzt geht's weiter. Ich musste gerade schnell mal meine Lampe, meine Mondlampe wegnehmen. Ich musste die Bremsen lösen, weil ich bin hier Sockfuß und das Bremsen lösen tut so mit den Füßen schon sehr weh. So, aber ich kann es jetzt wegrollen, wie ich das möchte. Denn auf der anderen Seite habe ich die gleichen Fächer noch einmal. Und das Schöne ist, wenn ich es rolle, kann ich, wenn ich dann so Filmaufnahmen mache mit der Stickmaschine, da ich das direkt vors Fenster ziehen kann, mit richtig toller Lichtqualität machen. Hier habe ich meine ganzen Rahmen dran und hier mein Lineal, mein Schneiderlineal und genau, auch wieder mit so einer Lochplatte. Ich muss dazu sagen, ich bin ja kein Schneider. Ich habe das nie gelernt. Das ist alles nur Hobby. Und das, was ich gelernt habe, habe ich von 2016 an mir nach und nach selber beigebracht. Ich habe viele, viele Videos geguckt. Ich habe viele, viele Informationen gesammelt und so weiter. So, und das ist das, falsch, so, das ist das Ganze von dieser Seite. Na, also da habe ich dann auch, oh, ich bin das aus der Puste. Da habe ich dann eben auch hier so meine ganzen Sachen drin, wie jetzt hier in dem Fall so Taschenzubehör. Da auch nochmal, da habe ich dann noch so einen Eimer mit Füllstreu drin, so für Puppenherstellung. Da habe ich dann ja also einen Krimskrams drin, den ich nicht so jeden Tag brauche. Schubladen hier. Ja, es ist ein bisschen schwierig mit dem iPad. Mit dem Handy wäre es schöner gewesen. Hier habe ich dann noch so eine Gummis drin und Draht, was man immer mal so braucht. Ne? Genau. So, und ja, hier habe ich tatsächlich noch mal leere Fächer drin. Bündchenware, das braucht man ja immer. Der Fuß hilft besser. Genau, ne? Da habe ich dann schon mal so ein paar Applikationen vorbereitet. Die kann man schön noch mal auf Taschen nähen. Diese findet ihr im Übrigen auch in meinem Etsy-Shop unter Mare Stick Designs. Klein mal schnell ein bisschen Werbung. So. Na, da kriegt ihr auch so ein ganzes Set. Das hier finde ich besonders toll. Da habe ich einfach mal so ein bisschen mit Folie gearbeitet. Und ja, das sind halt so meine Applikationen, die ich dann im Shop auch anbiete. Na, genau. So, Gummis hatten wir. Das hatten wir. Da habe ich noch Platz. Haha. Und hier habe ich auch noch Platz. Also, da kann auch noch ein bisschen was rein. Und ja, da kommen dann eben halt so Sachen rein, die man nicht so jeden Tag braucht. Ne? Genau. Ja, das Teil hat tolle Rollen. Eben auch mit Bremse, wenn dann die Stickmaschine mal draufsteht. Genau, hier habe ich einfach, das war auch so ein tolles Teil. Ich bin ja so ein Schnäppchensammler. Alles, was man eben nicht kaufen muss, kaufe ich nicht. Und so hatte ich irgendwann mal diesen Korb hier an der Straße gesehen. Und habe gedacht, der hat so einen Deckel hier, den kann man hier so aufmachen. Der ist ja klasse. Also da waren so Bücher drin und da habe ich gedacht, ah, die Bücher brauchst du nicht, aber ach komm. So, und schwuppdiwuppdi hatte ich die Bücher verschenkt in der Familie, den Korb behalten. Und diese hier, die sind richtig praktisch. Da habe ich dann eben auch so nochmal so Bänder drin. Da habe ich was mit Parfüms. Ich mache ja auch so Parfüm und so weiter. Genau, und da habe ich drin... Ach ja, da habe ich dann halt so Sachen drin, wie unfertige Nähprojekte, die wir ja alle kennen oder auch nicht. Also ich habe die auf jeden Fall immer. Na, wenn man irgendwie was anfängt, man kommt von ab. Ihr kennt das sicherlich. Na, genau. Da werde ich mir auch noch mal was gezielt zu einfallen lassen, dass wir da eben halt auch noch mal was Schönes mit der Stickmaschine machen. Da habe ich mir auch schon eine Idee. Hier ist mein nächstes Projekt, denn auf meinem Tisch fehlt noch ganz was Wesentliches. Denn ihr habt ja hier überhaupt noch gar kein, Bügelbrett hier bei mir gesehen. Und das gibt es auch tatsächlich nicht. Ich habe hier in diesem Raum kein Bügelbrett. Und ihr seht hier auch keine weiteren Stoffballen, Stoffschubladen oder sonst irgendwas. Weil dieser Raum ist relativ klein. So, sieht man ja so schon.
Ich möchte die Stoffe nicht oben aufs Regal stellen. Ich möchte sie aber auch nicht hier unbedingt reinknüllen. Also bleibt der Keller mein Lagerraum. Ne? Da sind meine Stoffballen und was ich brauche, nehme ich mit hoch. Und was ich nicht brauche, bleibt im Keller. So einfach ist das, genau. Und wenn ich euch ein Schätzchen zeigen darf, dann ist das diese Lampe. Die hatte ich schon. Ich habe noch eine, ich habe zwei. Ich habe eine noch im Nagelstudio. Und die sind richtig toll. Die werfen unglaublich viel Licht. Und gerade nachher so zur Herbst-Winterzeit, wenn es wieder dunkler wird, dann habe ich hier nochmal die Möglichkeit, mit mehr Licht zu arbeiten. Ne? Das ist total klasse. Genau. Ja, da oben habe ich mir solche Ordner gekauft. Das sind die gleichen wie diese hier, wie diese guten. Das ist das gleiche System. Da habe ich so drin alles, was so Anleitungen angeht. Ob das Nähmaschinenanleitungen sind oder überhaupt Maschinenanleitungen oder ob ich hier Kinderschnittmuster habe. Hier sieht man auch, ne, von meinen Firmen, wo ich so die, ja, die Handbücher und so drin habe. Ne? Genau. Und meine tolle Stange, das war so ein Eigenentwurf. Das ist einfach eine Gardinenstange. Und da habe ich dann, also was ja wichtig ist, eben halt hier in der Mitte noch eine Bohrung machen lassen und so, dass das nicht sich so durchbiegt, sondern dass wirklich alles schön ordentlich da drauf ist und man gut rankommt. Und das Schöne ist, der Arbeitstisch, der hat eine Höhe, das geht mir nicht ganz bis zum oberen Hüftknochen. Das heißt, ich komme hier, wenn ich hier an den Rand stehe, wunderbar überall ran. Ich brauche mich nicht krumm machen, ich muss aber auch nicht mich super strecken. Genau, da ist das nächste Projekt. Denn hier fehlt noch, wie ihr seht, da ich ja hier nicht bügeln kann, eine Bügelunterlage. Und die werde ich mir jetzt schneidern. Das ist das nächste, was ich mache, dass ich hier eben nicht immer das Bügelbrett auf und ab machen muss, sondern dass ich dann eben halt eben das mal eben auf dem Arbeitstisch machen kann. Genau. Mein Computertisch, darunter der Ben-Korb. Genau. Ja, und das war dann auch schon alles, was ihr gesehen habt. Beziehungsweise, ich zeige euch noch mal kurz, da habe ich meine ganzen Fliese drin. Ich dachte schon, ich wäre fertig, das waren wir aber noch gar nicht. Hier habe ich dann auch noch mal so Probestoffe drin. Hier sind auch noch mal so ganz viele Sachen so von verschiedenen Firmen als Proben. So, und da habe ich dann auch noch mal so Folien drin. Ja, und Taschenmaterial. Ich nähe ja sehr viele Taschen. Und in der Mitte habe ich hier meine Nähgarne. Ja, ihr müsst die Kameraführung entschuldigen heute. Das ist nicht schön, aber ich habe mein Handy mit der Kamera kaputt und leider muss dann das iPad jetzt hier halten. Genau, hier habe ich alles, was so Nähmaschinenzubehör angeht. Das habe ich aus der Nähmaschine rausgenommen, weil die geht jetzt in die Wartung. Und da gebe ich natürlich nicht den ganzen Kram mit, sondern macht das so, dass das Nötigste mitgeht und fertig. Genau, das ist alles schön griffbereit. Da habe ich dann so meine Sticksachen drin, was ich so an Untergarn brauche, was ich an Spulen brauche, ein paar Ersatzrollen, ja, so ein paar Bücher, eben auch hier von Smart Thread, nochmal schön. Da kann ich euch auch nochmal zeigen, ne? Das ist richtig toll. Da zeige ich euch gerade noch mal die Karte, weil die ist richtig, richtig schön. Guckt euch mal die Farben an. Sind die mega oder was, ne? Also ich arbeite nur mit Smart Thread. Also ich sag mal zu 90%. Die anderen 20%, da brauche ich vielleicht mal mehr Verlaufsgarn oder sowas, ne? Aber ansonsten nur mit dem. So, da habe ich dann noch mal die ganzen Rollen, die ich so in Reserve habe. Die braucht man ja auch immer. Bisschen was für Hundespielzeug, sowas, Nadeln. Und ja, hier habe ich dann auch noch mal so Reste und ja, so Garnrollen, die ich eben halt auch noch so über habe. Nähmaschinenzubehör. Und jetzt kommt die ganz interessante Schublade. Das ist einmal Overlock. Ihr seht, dass das hier von hier bis hier nicht viel Platz ist. Ich kann gut mit der Hand rein. Ich kann mir die einzelnen Fächer auch rausnehmen hier. Das geht super klasse. Ich komme überall dran. Aber es war nicht anders möglich, weil wir auf der anderen Seite von der Kommode das Thermostat von der Heizung haben. Und ja, so
mussten wir irgendwie die Matte so stellen, dass es eben halt doch noch so geht, ne? So, hier habe ich die ganzen Reißverschlüsse drin in verschiedenen Größen. Und Jackenreißverschlüsse und was man alles so braucht halt, ne? Und hier sind meine ganzen Bänder drin. Und auch da habe ich noch ein bisschen Platzmöglichkeit. Also, Platz habe ich jetzt ganz viel. Und ja, hier habe ich dann zum Beispiel auch noch mal Taschenstoffe drin, sowie Wildleder, Leder, Kunstleder und so weiter. So, was ich hier vorne habe, griffbereit immer, meine Spulen, eine Fusselrolle und ja, ein bisschen Glitzer geht immer. Hier habe ich so Preisschilder zum Beispiel und so verschiedene Fliesen, eben schnell mal. Da habe ich noch ein bisschen Watte über gehabt aus dem letzten Projekt. Das ist meine Ich-schmeiß-alles-rein-Schublade, die brauche ich. Und zwar muss ich scheren und diese Klemmen und das immer alles griffbereit haben. Wenn ich hier mit der Stickmaschine in Gange bin, muss das einfach parat sein. So, ja, hier habe ich dann auch nochmal eine Fusselrolle, nochmal ein paar Edding-Stifte und so, was man halt so braucht, um Dinge zu schließen, wie Schlüsselanhänger und so weiter. Und hier habe ich dann auch nochmal Kunstleder drin. Ja, ihr seht, es ist doch eine ganze Menge, was man immer so unterbringen muss. Hier unten in den Fächern, die habe ich noch nicht sortiert, nicht erschrecken. Das sind meine ganzen Schnipsel zum für meine Stickdateien, für sag schnell, mir fehlt das Wort gerade. Applikation, genau. Ja, hier habe ich dann auch noch so ein bisschen Plüschreste drin und so ein bisschen Badeanzugstoff, alles, was man so an Resten hat. Das muss ich alles noch mal ganz in Ruhe sortieren und vielleicht auch mal so ein bisschen aufwickeln. Bündchenstoffe. Genau, also was. Und noch mehr Stoffreste und ein bisschen was an Spitze und so weiter. Das ist das, was ich hier oben brauche. Und da lasse ich mir auch noch mal ein bisschen was Schönes einfallen. Aber ich bin froh, dass wir in den letzten 14 Tagen das hier alles geschafft haben. So, und dann sind wir auch schon durch mit unserer Runde, weil 10 Quadratmeter, ihr seht, drehe mich jetzt einmal im Kreis. Und das war's, ne? Aber es ist immer noch größer als im Keller. Und es ist natürlich viel heller als im Keller. Und von daher bin ich mega, mega stolz auf diesen Raum. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ihr seid genauso fasziniert und genauso, ja, glücklich über dieses Zimmer. Ich freue mich, mit euch wieder neue Projekte machen zu können. Und ich möchte auch noch ganz schnell einen ganz lieben Gruß da lassen für meinen Neffen Linus, der so gerne immer meine Videos schaut und von dem ich immer so tolles Feedback bekomme. Also Linus, ganz, ganz liebe Grüße an dich. Und wir alle sehen uns dann wieder zum nächsten Projekt. Bis dahin, liebe Grüße, eure Doris.